Ja, ich würde das Wort einfach gleich an Frau Ina Reichel übergeben, live aus den USA. Ganz früh am Morgen schon. Also, wie viele Stunden sind wir unterschiedlich? Sind 9 Stunden, also bei mir ist es inzwischen kurz nach 9 morgens. Genau, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja, es klappt. Ja, ich bin in Kalifornien. Das Bild hier ist die Kuppel der Advanced Light Source bei uns im Berkeley Lab und ich sitze im Büro in einem Gebäude, was direkt in der Perspektive hinter der Kuppel ist. Und ja, ich arbeite im Lawrence Berkeley National Lab, was eins der fast 20 National Labs in den USA ist. Und wie man hier auch sieht, also wir bekommen einen Großteil unserer Geldmittel vom Department of Energy. Die USA hat nicht ein explizites Forschungsministerium oder ähnliches. Forschung ist unterhalb des Energieministeriums und spezifisch, es gibt innerhalb des Ministeriums das Office of Science. Von da bekommen wir einen Großteil unserer Geldmittel. Und ja, eine Sache, die sich so im Wesentlichen durch meine ganze Lebenslaufbahn zieht, ist, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Oder wie man auf Englisch sagt, life is what happens while you're busy Life making is plans. what happens to you when you're busy making other plans. Leben ist das, was passiert, während man doch damit beschäftigt ist, Pläne zu machen. Mein Leben hat unglaublich viele Zufälle, ohne die ich heute nicht da wäre, wo ich bin. Und manche von denen werde ich im Teil meines Vortrages erwähnen. Ich gehe durch 3 Sachen durch. Ich werde erst ein bisschen erklären, warum ich eigentlich Physik studiert habe, dann wie ich in Kalifornien gelandet bin und wie es sich hier eigentlich lebt und arbeitet. Und dann am Schluss ein bisschen über das erzählen, was ich inzwischen beruflich mache. Ich mache nicht mehr selber Forschung, sondern ich mache Wissenschaftskommunikation, was im Wesentlichen heißt, ich kann anderen Leuten erzählen, was über die ganzen coolen Sachen, die meine Kollegen hier machen. So, Faszination Physik. Warum habe ich eigentlich Physik studiert? Anfangs der Oberstufe wollte ich eigentlich gerne Ägyptologie studieren. Das war was, was mich total fasziniert hat. Aber dann habe ich mir überlegt, das ist ein Feld, da gibt es weltweit vielleicht zwischen 5 und 10 wirklich interessanten Stellen. Was ist die Chance, dass ich eine von denen kriege? Also vielleicht sollte ich doch besser irgendwas studieren, wo der Prozentsatz an interessanten Stellen etwas größer ist, dass die Chance ist, dass man wirklich eine interessante Stelle kriegt. Und ich musste dann damals meine Leistungskurse aussuchen. Ich habe in Hessen Abitur gemacht. Damals brauchten wir 2 Leistungskurse und ich hatte halt keine Ahnung, was ich eigentlich machen will. Und habe deshalb gesagt, okay, dann nehme ich halt die 2 Fächer, wo ich die besten Noten habe. Das waren Mathematik und Physik. Und naja, dann doch so langsam überlegt, was kann man damit vielleicht machen? Und dann habe ich letztendlich überlegt, oh, ich studiere Elektrotechnik. Da ist ganz interessant und da gibt es auch durchaus interessante Stellen hinterher. Und damals gab es einen Numerus Clausus für Elektrotechnik und in den 5 bis 10 Jahren, bevor ich Abitur gemacht habe, hätte mein Abiturdurchschnitt von 2,1 sowohl in Darmstadt als auch in Karlsruhe, wo ich mich beworben habe, ausgereicht, um einen Studienplatz zu kriegen. Aber in dem Jahr, wo ich Abitur gemacht habe, hat es nicht gereicht. Jetzt hatte ich mich sicherheitshalber, um auf jeden Fall irgendwie einen Job zu haben oder einen Studienplatz zu haben, auch noch für Physik in Mainz beworben, was die Uni war, die am nächsten, wo ich aufgewachsen bin. Und mit der Idee, Physik kriegst du auf jeden Fall einen Studienplatz, dann machst du halt ein Jahr Physik und bewirbst dich nächstes Jahr wieder für Elektrotechnik. Naja, ich habe dann angefangen, in Mainz Physik zu studieren und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin und nicht mehr zurück zur Elektrotechnik gegangen bin. Und ohne die üblichen Zufälle in meinem Leben hätte ich damals meine Diplomarbeit bei Professor Wirth in Mainz in Atomphysik gemacht. Aber dann habe ich etwa ein Jahr, bevor ich mit der Diplomarbeit anfangen würde, einen Dozenten von der RWTH Aachen kennengelernt, über den es die Möglichkeit gab, dass ich meine Diplomarbeit am CERN in beschleunigter Physik machen konnte. Ich habe dann was gemacht, was damals sehr ungewöhnlich war. Ich habe zwischen Diplomprüfung und Diplomarbeit die Uni gewechselt. Damals hat man normalerweise, wenn überhaupt, nach dem Vordiplom die Uni gewechselt. Aber das hat mit Aachen tatsächlich geklappt und dann habe ich meine Diplomarbeit und dann auch meine Doktorarbeit am CERN in Beschleunigerphysik gemacht, am Large Electron-Positron Collider. Der ist bis 2000 gelaufen. In dem Tunnel, der damals für den Beschleuniger gebaut wurde, ist inzwischen der Large Hadron Collider. Und gegen Ende meiner Doktorarbeit hat die Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, gesagt, weißt du was? Geh mal für 2, 3 Jahre als Postdoc in die USA und dann haben wir eine Stelle für dich. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Ich bin immer noch in den USA. Ich bin erstmal als Postdoc ans SLAC gegangen. Und jetzt eine Sache mit Arbeiten in den USA ist, man kann nicht einfach in die USA umziehen und da arbeiten. Man braucht ein Arbeitsvisum oder eine Green Card.
Wie einfach oder schwer das zu bekommen ist, hängt sehr davon ab, was man arbeiten möchte. Für Wissenschaftler ist das relativ einfach. Üblicherweise als Postdoc kriegt man erstmal ein J1-Visum. Das ist für 2 Jahre gut, kann dann um ein weiteres Jahr verlängert werden. Das ist im Wesentlichen nur Papierkrieg und man muss aufs Konsulat oder auf die Botschaft und kostet ein bisschen Geld, sowohl den Arbeitgeber als auch einen selbst, aber das ist machbar. Danach üblicherweise ein H1B-Visum. Das war damals, als ich den Umstieg hatte, war das mitten im Dotcom-Boom. Und für H1B-Visen gibt es eine Quote, wie viele pro Jahr vergeben werden. Und für die in der Industrie war es damals so, dass die innerhalb von einem Tag fürs nächste Jahr, nachdem sie freigegeben wurden, war die Quote voll. Das Gute ist, dass die National Labs außerhalb der Quote sind, die also ganzjährig H1B-Visen bekommen können. Und Stanford Linear Accelerator Center in Stanford ist halt, so wie Berkeley Lab, auch eins der National Labs. Also von daher war der Umstieg aufs H1B-Visum auch im Wesentlichen wieder nur Papierkrieg. H1B-Visum ist dann für 3 Jahre und nochmal 3 Jahre. Und dann muss man im Wesentlichen eine Green Card beantragen. Jetzt das Praktische war, ich habe mich kurz vor dem Umzug in die USA verlobt und mein Verlobter hat etwa 9 Monate nach mir seine Doktorarbeit fertig gehabt. Hat sich dann auch sowohl am Slack als auch in Berkeley beworben, hat von beiden Stellen Angebote bekommen. Das in Berkeley war besser. Also er war dann in Berkeley schon. Und er hat früher als ich dann auch eine feste Stelle angeboten bekommen. Und mit einer festen Stelle sponsert der Arbeitgeber einen dann üblicherweise für eine Green Card, was für Wissenschaftler auch wieder nur unglaublich viel Papierkrieg ist. Also wir kannten damals diverse andere europäische Wissenschaftler, die alle dabei waren, die Green Card-Bewerbung für die Outstanding Researcher-Kategorie. Also das hört sich so an, als ob man vielleicht einen Nobelpreis gewonnen haben muss, aber im Wesentlichen, wenn man promoviert ist in Naturwissenschaften und in der Forschung arbeitet, qualifiziert man dafür. Aber es ist unglaublich viel Papierkrieg. Also der Running Joke bei uns war, das geht nach Gewicht oder Seitenanzahl der Bewerbung. Ich glaube, es waren über 400 Blätter Papier in der Bewerbung dafür, weil es unglaublich viel dokumentiert werden muss. Und Green Card, sie sponsern dann automatisch üblicherweise auch den Partner. Also darüber habe ich dann auch meine Green Card bekommen und kann also jetzt den Rest meines Lebens in den USA leben und arbeiten. Und wir haben dann geheiratet und ein Jahr später war ich dann schwanger und dann haben wir beschlossen, dass das mit einem von uns etwa 1,5 Stunden Weg zur Arbeit jeden Tag in eine Richtung, wenn der Nachwuchs dann mal da ist, das dann vielleicht doch nicht mehr so einfach ist. Und ich habe mich dann auch in Berkeley auf eine Stelle beworben und habe das auch geschafft und bin jetzt seit über 20 Jahren auch am Berkeley National Lab. Habe die ersten Jahre da noch Forschung gemacht, aber dann nach einigen Jahren bin ich auf Wissenschaftskommunikation umgestiegen. Ja, was habe ich arbeitsmäßig gemacht? Ich habe am Slack bei der Inbetriebnahme der PEP2 Bee Factory mitgeholfen. Es hieß auch viel Nachtschichten im Kontrollraum und ähnliches. Und dann, als ich in Berkeley war, habe ich an verschiedenen Projekten gearbeitet. Diverse kleinere. Eins war eine Kollaboration mit Fermilab in Chicago oder in der Nähe von Chicago, wo ich dann auch zweimal dort war, um Messungen zu machen, um mich mit Leuten zu treffen. Und dann das Letzte, wo ich forschungsmäßig noch dran gearbeitet habe, war für den International Linear Collider an den Dämpfungsringen. Was interessant war, weil International Linear Collider waren damals wahrscheinlich sowas wie 1000 Leute, die an der Design und Planung gearbeitet haben. An den Dämpfungsringen waren wir etwa 50 Leute in 40 Instituten weltweit. Damals gab es noch kein Zoom. Wir mussten noch für die Videokonferenzen mit innerhalb der Kollaboration im Labor in einen dafür aufgesetzten Videokonferenzraum gehen. Und da für die Dämpfungsringe wir im Wesentlichen weltweit Leute hatten, die größte Anzahl Zeitzonen, wo niemand war, war zwischen Japan und Kalifornien. Das heißt, für uns waren die alle 2 Wochen 2 Stunden Videokonferenz fing morgens um 5:30 an. Das heißt, ich musste morgens um 5:30 im Labor in einem Videokonferenzraum sitzen und halbwegs präsentabel aussehen. Für die Japaner waren die Videokonferenzen fingen um 11:30 Uhr nachts an. Und für alle, also für die Europäer war es angenehm, da war es während der normalen Arbeitszeit. Aber das war schon interessant. Dann hat sich zufällig für mich die Möglichkeit ergeben, mehr Wissenschaftskommunikation und Science Outreach zu machen. Ich habe immer schon, und das fing schon während meiner Diplomarbeit an, gerne Touren gegeben, mit Leuten darüber gesprochen, was ich mache, und war auch immer relativ gut darin, die Sachen runterkochen zu können, dass ich halt auch
jemanden, der nicht in dem Gebiet arbeitet oder jemand, der nicht mal ein Wissenschaftler ist, erklären konnte, was ich eigentlich mache und was daran interessant ist. Und wir haben bei uns hier in Berkeley viele Programme, wo wir mit Schulen arbeiten und sonst was. Ich habe dann also auch ursprünglich nur so als Freiwillige einmal im Monat mitgeholfen mit solchen Programmen, aber es hat sich dann irgendwann die Möglichkeit ergeben, das als Vollzeitjob zu machen. Und das mache ich halt auch immer noch. Das hier ist ein Foto von einer Tour, die ich bei uns an der Advanced Life Source, der ALS, gegeben habe. Und im Wesentlichen, heute habe ich noch 3 weitere Touren auch da, wo ich Leuten zeige, was wir alles an cooler Forschung da machen. Wie lebt es sich in Kalifornien? Das ist der Blick von unserem Haus aus, die San Francisco Bay. Rechts am Bildrand ist Mount Tamal Pais, wo Mountainbiken erfunden wurde. Also hier unten ist die Bay. Hier drüben ist San Francisco. Also hier ist San Francisco. Da ist der Salesforce Tower. Hier ist Sutro Tower. Das da sieht man schlecht, ist Alcatraz. Und hier drüben ist die Golden Gate Bridge. Das ist der Blick von zu Hause aus. In Natura ist es schicker als auf dem Foto. Eine Sache, was ich wirklich hier mag, ist Familie und Vollzeit arbeitende Mutter zu sein, ist deutlich einfacher als in Deutschland. Eine Sache, die, also einer der Gründe, warum das so ist, ist ein kleiner Nachteil. Hier hat man viel weniger Mutterschutz, Elternzeit und ähnliches. Als mein Sohn vor über 20 Jahren geboren wurde, hatte ich nach der Entbindung 6 Wochen Disability Leave, wo ich allerdings nicht mein volles Gehalt bekommen habe. Und danach hätte ich noch mal bis zu 12 Wochen unbezahlten Urlaub nehmen können. Und das war's. Aber da alle Familien in der Situation sind, gibt es viel mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Es ist viel, viel einfacher, Vollzeit arbeitende Mutter zu sein. Es gibt viel mehr Tagesmütter, es gibt viel mehr Kindergärten, Betreuungseinrichtungen. Und dann, wenn die Kinder in der Schule sind, gibt es auch kostenlose Nachmittagsbetreuung in der Schule. Und auch der normale Schulalltag in den USA ist so, dass Schule fängt zu einer festen Zeit morgens an und hört zu einer festen Zeit nachmittags auf. Es ist nicht jeden Wochentag Unterschied, sondern es ist jeden Wochentag gleich. Und wenn man dann mit der Nachmittagsbetreuung kommt man ziemlich gut hin. Unser Sohn ist überwiegend auf eine deutsche Auslandsschule hier gegangen, weil es uns wichtig war, dass er halt auch gut Deutsch sprechen kann, auch Deutsch schreiben und lesen lernt. Das hat er bis einschließlich zur 9. Klasse gemacht. Und der einzige Grund, warum er dann doch auf die öffentliche Schule umgewechselt hat, war, dass, obwohl diese deutsche Auslandsschule gerade dabei war, zu versuchen, eine Oberstufe aufzubauen, haben sie sich dann doch dran gegeben. Und die letzten 3 Schuljahre hat er dann bei uns auf der örtlichen Highschool gemacht. Und die letzten paar Monate davon, anfangs der Pandemie, von zu Hause aus über Zoom. Und die Schule hatte aber dann doch hatte die netten Vorgartenschilder für die Graduates, für die Pandemie. Und dann hier in den USA ist es so, dass man ja selbst für Highschool Graduation mit Gown und Cap, also was in anderen Ländern frühestens bei College-Abschlüssen üblich ist. Eine andere Sache, die ich unheimlich mag, ist die Natur hier in Kalifornien, sowohl die Berge in der Sierra als auch die Wüsten. Das war vor 1,5 Jahren, wir waren zu meinem 50. Geburtstag im Yosemite Nationalpark im Aruani Hotel, was das Luxushotel da ist, hatten ein Zimmer mit Balkon, das war auf dem Balkon von unserem Zimmer und das im Hintergrund ist Half Dome, das Wahrzeichen von Yosemite. Und normalerweise, wenn wir in die Berge fahren, geht es ein bisschen rustikaler zu. Was wir wirklich mögen, ist Backpacken in den Bergen, also wirklich eine Woche lang Rucksack schnappen und raus in die Wildnis. Außer Wasser muss man alles mitbringen, was man braucht. Und das war letzten Sommer auf Glen Pass im Kings Canyon Nationalpark mit den Ray Lakes im Hintergrund. Und ja, was macht man in Science Kommunikation? Ich unterrichte verschiedene Programme, wo Schulklassen zu uns kommen. Ich gebe sehr, sehr viele Touren, hauptsächlich bei uns die Advanced Light Source. Während der Pandemie haben wir das dann auch virtuell gemacht. Inzwischen sind wir seit kurzem wieder da, dass wir auch tatsächlich wieder In-Person-Touren machen. Und ich teile meine Zeit auf zwischen 2 verschiedenen Divisionen. Das eine ist die Advanced Light Source und das andere ist die Division für Beschleunigertechnologie und angewandte Physik. Für beide Divisionen, die jeweils ein Newsletter haben, ALS ist monatlich, ATAP ist alle 2 Monate, schreibe ich Artikel, wo ich zum Teil dann Forschungsergebnisse, also ich kriege ein Paper in die Hand gedrückt, was vor kurzem rausgekommen ist und darf das dann so zusammenfassen, dass das Laienpublikum das versteht und auch versteht, warum das interessant und wichtig ist, weil
eine der Hauptzielgruppen dieser Newsletter ist unsere Funding Agencies, also die Leute im Department of Energy, von denen wir unser Geld bekommen. Und da ist es halt wichtig, denen zu erklären, warum ist das cool und warum müssen wir das machen. Das andere ist, ich helfe mit, in sozialen Netzwerken die Divisionen zu vertreten. Für die Advanced Light Source, eine Kollegin von mir macht das hauptsächlich, da helfe ich nur mit, wenn zu Zeiten wie während unserem jährlichen User-Meeting oder so wirklich viel gepostet werden muss, dass ich dann mithelfe. Aber für ATAP bin ich im Wesentlichen die Hauptperson, die das tatsächliche Posten macht. Es ist nicht so, dass ich schreibe oder entscheide, über was wir posten. Das macht meine Chefin, die sagt mir, okay, nächste Woche Dienstag posten wir zu dem Thema und am Donnerstag zu dem Thema. Und dann, wir haben einen Science Writer, der schreibt dann was Kurzes, Interessantes zu dem Thema. Wir suchen ein Foto raus, was wir dazu posten und dann den Weblink. Und ich packe das dann in, wir benutzen Hootsuite, also dass wir die Posts im Vorhinein schedulen können und ich also nicht dann pünktlich Dienstags und Donnerstags um 9 das posten muss, sondern ich mache das üblicherweise am Freitag vorher, packe ich das alles fertig rein. Jemand anderes guckt dann nochmal drüber, dass nicht ein dummer Tippfehler drin ist, dass wir alle Leute getaggt haben, die getaggt sein müssen, und das geht dann raus. Und ja, das andere, was ich mache, ist auch Poster, die wir hier benutzen für Outreach, um Sachen zu erklären. Also ich habe vor 2 Jahren einen Poster entwickelt, wie die Advanced Light Source, also wie eine Synchrotronlichtquelle eigentlich funktioniert. Da habe ich den Inhalt geschrieben, habe die Fotos bei uns aus dem Fotoarchiv rausgesucht, die ich haben wollte, und dann ging das an eine Grafikdesignerin, die das dann schick aussehen lässt. Ich hatte vor der Pandemie angefangen, Poster zu entwickeln für Touren an der Advanced Light Source. Also wenn man hier bei uns auf dem Experimental Floor rumläuft, da hängen jede Menge Poster, aber die sind üblicherweise von wissenschaftlichen Konferenzen. Das heißt, da sind Grundtechniken dann nicht wirklich erklärt. Und stattdessen habe ich angefangen, Poster zu entwickeln für die einzelnen experimentellen Techniken, die wir benutzen, dass man dann bei Touren benutzen kann, wo dann halt die Informationen drauf sind. Und wir hatten gerade angefangen damit und dann kam die Pandemie und hatten keine Touren mehr. Also von daher haben wir das dann erstmal warten lassen. Aber da werde ich jetzt demnächst wahrscheinlich dann auch wieder mit anfangen, diese Poster zu entwickeln. Und ja, ich schreibe halt die Newsletter, üblicherweise 1-2 Artikel für jeden Newsletter. Zum Teil über Forschung, zum Teil auch andere Sachen. Und ja, das wäre es dann, glaube ich, soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und beantworte gerne noch Fragen. Ja, erstmal vielen Dank für die schönen USA-Einblicke. Ich kann also vorweg sagen, dass dieser Aufwand, eine Green Card zu kriegen in den USA, wirklich also extrem ist. Also einer meiner jüngeren Mitarbeiter ist jetzt also auch in den USA. Das war wirklich also Aufwand mit Rechtsanwalt und das musste super formuliert sein. Aber das vorweg. Du sprachst ja die Arbeitszeiten an, die jetzt im Augenblick von extrem früh bis, naja, relativ spät sind. Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie das während des Studiums war, während der Promotion oder jetzt in den USA? Also Studium war definitiv jeweils vor den Klausuren viel Zeitaufwand. Ansonsten im Semester, wenn man übliche Anzahl Vorlesungen belegt hat, war es machbar. Diplom- und Doktorarbeit waren ja in Wellen, gegen Ende natürlich schon viel Arbeit. Und dann konkret, also weil ich Beschleunigerphysik gemacht habe, ich habe natürlich ab und zu Strahlzeit am Beschleuniger bekommen, um wirklich meine Studien zu machen. Ich habe am Large Electron Positron Collider gearbeitet. Das war damals der größte Beschleuniger der Welt. Strahlzeit kostet sowas wie 100.000 Schweizer Franken die Stunde. Und ja, ich habe etwa 4-5 Mal im Jahr 6 Stunden für meine Doktorarbeit bekommen. Aber da ich einer der Leute war, wir hatten üblicherweise einmal im Monat 3-5 Tage, wo dann Strahlzeit für die Beschleunigerphysik war. Viele der anderen Beschleunigerphysiker brauchten eine Anzahl Ingenieure und Techniker für ihre Strahlzeit. Ich habe außer meinem Betreuer eigentlich niemanden gebraucht. Das heißt, ich habe nicht donnerstags tagsüber meine Strahlzeit bekommen. Ich habe meine Strahlzeit nachts von 2 bis um morgens um 8 bekommen oder sowas. Und natürlich auch am Wochenende. Aber das war dann auch okay, wenn ich halt am Wochenende Strahlzeit über Nacht hatte, dass ich dann montags einfach nicht gekommen bin. Dann ja als Postdoc, weil da hatte ich feste Schichten im Kontrollraum auch wirklich. Insgesamt war es in etwa eine 40-Stunden-Woche, aber halt gelegentlich doch zu verqueren Zeiten. Und jetzt auch, also in
Wissenschaftskommunikation. Ich habe im Wesentlichen normale Arbeitszeiten. Ich habe zum Beispiel eine Sache, wo ich an der ELS auch für verantwortlich bin, wenn es irgendwelche All-Hands-E-Mails gibt, dass ich die dann ins Intranet stelle. Und da ist aber, also insbesondere, wenn es nicht akute Sachen sind, ist keinerlei Erwartung, dass selbst wenn die E-Mail abends um 8 rausgeht, dass ich die vor 9 Uhr abends dann ans Intranet gepackt habe. Das reicht vollkommen, wenn ich die dann am nächsten Morgen ins Intranet stelle. Gelegentlich haben wir irgendwelche Programme, wo ich den ganzen Samstag hier bin. Also unsere Nuclear Science Division hat ein Programm für Scouts, die für einen Samstag herkommen und wo ich für die Touren an der ELS verantwortlich bin. Also ich muss keine selber geben, ich koordiniere das Ganze nur. Aber ich muss den ganzen Samstag dann hier sein. Da ist dann einfach auch, wenn ich Montag nicht komme, brauche ich nicht Urlaub. Und insgesamt hat man halt auch, also ich habe keine festen Arbeitszeiten, wann ich arbeiten muss. Ich kann früh anfangen, früh gehen oder spät anfangen, spät gehen. Oder auch mal eine lange Mittagspause machen oder sonst irgendwas. Sofern ich es um meine Meetings und ähnliches rumgebucht kriege, interessiert das hier niemand, wann ich eigentlich arbeite, solange ich meine Arbeit geschafft kriege. Es ist ja eigentlich üblich, wenn man sozusagen eine akademische Laufbahn einschlägt, dass man ja einige Jahre im Ausland verbringt. Ich war selbst mit 2 Jahren in Schweden. Und dann kommt man üblicherweise wieder zurück. Wie war das denn bei dir, dass du eben sozusagen gesagt hast, na, ich bleibe jetzt in den USA. War das wissenschaftlich oder persönlich oder beides oder die schönen Berge zu wandern? Es war persönlich im Wesentlichen, wir haben es nie ausgeschlossen, nach Deutschland zurückzugehen, aber nachdem unser Sohn dann erstmal in der Schule war, haben wir gesagt, also dann ein Umzug ins Ausland ist nicht ideal, weil es halt doch einfach schwierig ist, vor allen Dingen dann halt in eine ganz andere Kultur womöglich und anderes Schulsystem. Von daher, also jetzt, okay, er ist jetzt seit 2 Jahren im College, also theoretisch können wir jetzt wieder überlegen, woanders hinzugehen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil mein Mann hier ein sehr großes Projekt leitet und das wird er nicht im Stich lassen und das wird erst durch sein, im Wesentlichen, wenn wir kurz vorm Ruhestand sind. Wie ein Kollege sagte, ein 500 Millionen Dollar Projekt kommt einmal in deiner Karriere. Ja, da hört man dann gerne auf. Nicht gerne auf, das ist klar. Die Zeit ist ein schönes Foto mit so vielen kleinen Schülerinnen im Kittel. Also wir bieten ja auch an der Uni sozusagen und auch hier das Max-Planck-Institut, ne, in Halle, bietet natürlich auch für Schülerinnen und Schüler Praktika an, die einen Tag, mehrere Tage, 2 Wochen zu uns kommen oder ganze Schulklassen, wie jetzt auf dem Foto vielleicht zu sehen, einen Tag bis zu 5 Tagen, so typischerweise. Wie ist das bei euch? Können also auch Schüler und Schülerinnen längerfristig, sagen wir mal, forschen? Oder? Wir haben bei uns im Labor mehrere Internship, also Praktikumsprogramme über den Sommer. Wir haben jetzt seit 2 Jahren wieder Laborweite, die im Moment noch virtuell sind. Unsere Computing Science Division hat seit etwa 10 Jahren eins für spezifisch Computer Science, was sie machen. Eines der Probleme, was lange Zeit es nicht einfach gemacht hat, ist, wir werden verwaltet von der University of California und die University of California schreibt vor, dass ein Betreuer von Minderjährigen, und die meisten Schüler sind 17, selbst im letzten Jahr der Highschool, ein Mandated Reporter sein muss, was ein bisschen Training ist, aber es ist eine sehr große Verantwortung. Und dass viele unserer als das eingeführt wurde, viele unserer Wissenschaftler gesagt haben, so, nee, dann das will ich nicht. Weil eine Sache, wenn man Mandated Reporter ist, also das heißt im Wesentlichen, wenn man als Mandated Reporter irgendwas hört, dass womöglich Kindesmissbrauch stattfindet, muss man es weitermelden. Und wenn man ein Mandated Reporter ist, ist man nicht nur am Arbeitsplatz ein Mandated Reporter, man ist auch im Alltagsleben ein Mandated Reporter. Also selbst wenn zum Beispiel Freunde der eigenen Kinder was erzählen, was womöglich auf Kindesmissbrauch hindeuten kann, muss man das weitermelden. Und also hier in den USA sind alle Lehrer und alles medizinische Personal automatisch Mandated Reporter. Aber von daher, viele unserer Wissenschaftler haben gesagt, nee, das ist mir zu viel Verantwortung, das will ich nicht machen. Ich höre manchmal von Eltern, dass sozusagen das Physikstudium, dass man das bloß nicht machen sollte, weil man so festgefahren ist. Ich glaube, das
stimmt nun wirklich nicht. Wir haben jetzt also ja zwei Vortragende gehört, wo man eigentlich feststellen konnte, dass man mit einem Physikstudium unheimlich viel machen kann und dass man auch noch während seiner Laufbahn noch wechseln kann, das Thema sozusagen, den ganzen Hintergrund sogar, nicht von akademischer Laufbahn unternehmen oder sozusagen akademische Laufbahn Wissenschaftskommunikation. Ja, wie sind das in den USA? Wie wählen denn da die jungen Leute? Du hast ja selbst einen Sohn, der in dem Alter ist, jetzt darüber nachzudenken oder vielleicht darüber nachgedacht hat. MINT-Fach nicht Physik, weil die Eltern das machen? Oder könnte ich auch was zu meinen Jungs noch was sagen? Aber erzähl du erst mal. Ich glaube schon, dass viele junge Leute in den USA Studienfach aufgrund dessen, was die Eltern machen, auswählen oder Empfehlungen von Freunden oder Ähnlichem. Das Studiensystem in den USA ist etwas anders, dass man durchaus sowohl, nachdem man angefangen hat, die ersten 2 Jahre noch das Fachgebiet wechseln kann. Auch, dass man bewirbt sich nur für eine Uni. Und wie leicht oder schwer es ist, da reinzukommen, hängt von der Uni ab und nicht vom gewünschten Studienfach. Also bei unserem Sohn war es so, in der Highschool war dann klar, also wenn es MINT ist, wird es Physik. Oder es wird was ganz anderes. Es wird nicht Chemie oder Ingenieurswissenschaft sein. Er studiert jetzt seit 2 Jahren an der UC Santa Barbara Physik. Okay. Aber mit beiden Eltern als Physiker ist das glaube ich, keine große Überraschung. Keine Chance. Nein, gut. Also kurz zu meinen beiden Söhnen. Der eine macht gerade seine Doktorarbeit in der Quantenphysik, Grundlagen der Quantenphysik, und der andere macht was ganz anderes, Kommunikations- und Medienpädagogik. Mhm. Also völlig auseinander. Also es liegt auch vielleicht an den Eltern, Leib und... Ja, bei uns, er versucht Physiker, sich ein bisschen wegzuentwickeln. Also mein Mann und ich sind beide in der Beschleunigerphysik groß geworden. Mein Mann macht auch immer noch Beschleunigerphysik und unseren Sohn zieht es eher Richtung Astrophysik. Mhm. Also bei meiner Chefin ist das so, und ihr Mann ist also auch aus dem Fach und ihr Sohn ist also auch Physiker geworden. Das gleicht sich schon irgendwie an. Okay, was haben wir noch für eine Frage? Ich würde nochmal auf das Foto eingehen mit deiner Schülergruppe, die im weißen Kittel, die du da betreut hast. Wir hatten neulich die lange Nacht der Wissenschaft, endlich mal wieder live sozusagen. Mhm. Unheimlich viele Gäste, sage ich mal lieber, nicht gut in dem Sinne. Aber was auffiel, war sozusagen, dass wir sehr viele Eltern mit Kindern hatten, also jüngere Kinder, sagen wir bis 11, 12 Jahre, aber sozusagen die Jugendlichen, die eigentlich vielleicht mal über ein Physikstudium oder ein MINT-Studium nachdenken, die hatten wir eigentlich sehr wenig. Das fand ich ein bisschen schade. Wie ist das denn bei dir? Gibt es da auch so eine Lücke sozusagen, um die, naja, die kurz vor dem Abitur oder Schulabschluss stehen, oder kommen die zu euch und Wir haben verschiedene Programme für verschiedene Altersgruppen. Also gerade Touren von Advanced Flight Tours sind ganz überwiegend Highschool, also Oberstufe und zum Teil auch sogar College-Gruppen. Wir haben aber auch andere Programme, die sich eher an jüngere Schüler richten. Also das Foto mit den Laborkitteln war Daughters and Sons to Work Day. Also wir haben hier im Laborprogramm, das ist ein kalifornienweites Programm, dass es einen bestimmten Tag im April gibt, das ist immer ein Donnerstag, wo die Idee, es fing an als Daughters to Work Day, um Mädchen zu zeigen, dass man Beruf machen kann. Und dann war es Daughters and Sons to Work Day, inzwischen ist es, glaube ich, Children's to Work Day, um Gender Fluid mit einzuschließen. Und da unterrichte ich immer ein Programm mit flüssigem Stickstoff. Die Kinder dürfen auch alle einen Laborkittel anziehen, dass sie sich als Wissenschaftler fühlen. Ich witzel immer, ja, das ist einmal im Jahr, wo ich auch einen Laborkittel anhabe. Wir haben praktisch keine Programme für Middle School, also das ist hier 6. bis 8. Klasse. Wir haben alle paar Jahre habe ich mal eine Tour in dem Alter, und also das Alter ist fürchterlich. Die haben überhaupt kein Interesse an. Die einzigen, die bei der Tour wirklich zuhören, sind die Eltern und Lehrer, die dabei sind. Das ist schon mal gut. Aber die Highschool-Klassen, das sind häufig, ist es Advanced Placement, Chemie, Physik, oder wir haben einen Advanced Placement Mathe-Lehrer, der immer mit seiner Calculus-Klasse kommt. Die sind durchaus interessiert und da kommen auch Fragen zu Praktikum, zu Studium. Das sind definitiv Schüler, die Interesse an sowas haben. Wir haben ja natürlich Kontakt zu Schulen und zu Lehrern, und das ist tatsächlich wichtig, dass selbst nur die aktiven Lehrer auch ihre Klassen oder Praktikanten zu uns schicken. Wenn die Lehrer und Lehrerinnen
sich nicht darum kümmern, dann kommen die auch nicht. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Ich würde die Frage nochmal an Agnes weitergeben. Wie wichtig sind sozusagen aktive MINT-Lehrerinnen für sozusagen den Nachwuchs? Ich denke, sehr wichtig. Und wenn man auch zeigt, dass außerhalb des normalen Lehrplans Naturwissenschaften sehr, sehr interessant sind, dann kann man auch Schüler und Schülerinnen damit begeistern. Was immer ein Problem ist, den Freiraum auch zu haben, dass man sich den ganzen Tag weg ist. Es wird immer enger, was gemacht werden muss, was vorgeschrieben ist, um das Abitur eben, die Themen sind ja vorgeschrieben und man muss das alles gemacht haben. Da hat man ja gar keinen Einfluss mehr drauf, dass man dann selber seine Schwerpunkte legt, wie das früher der Fall war. Und dann ist es manchmal ein Terminproblem, sich da noch das Ganze freizuschaufeln, sodass man dann auch nochmal irgendwo hinfahren kann. Und die einen Tag oder zwei Tage, womöglich eine ganze Woche, das ist echt dann heutzutage auch ein Problem. Egal wie viel Interesse man hat. Das ist dann natürlich auch etwas, was die Kultusministerien dann, wo die Einfluss hätten, da etwas mehr Freiraum zu verschaffen. Ja. Je höher, je näher es dem Abitur zugeht, umso schwieriger wird es, da diese freien Zeiten zu bekommen. Da ist es dann schon etwas einfacher, schon in Klasse 9 oder 10, meinetwegen auch 11, dann noch was zu machen. Mhm. Ja, die sind auf alle Fälle da noch etwas, da ist etwas großzügiger das Ganze. Dann, ne? Ich stimme dem zu, in Klasse 7 und 8 ist es fast, verplemperte Zeit. Weil die mit allem Möglichen, da sind immer ein paar dabei, die das interessiert, aber ein Großteil, die sind mit allem Möglichen beschäftigt, nur nicht unbedingt mit solchen Themen. Ne? Mhm. Also im Unterricht, das ist schon in Ordnung, ich habe die sehr gerne unterrichtet dann. Aber da den ganzen Tag irgendwo hinzufahren, das ist schon anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Genau. Das ist ein gutes Wort. Ich würde noch mal ein bisschen Werbung machen für das Max-Planck-Institut und das Hallische Schülerlabor. Da können nämlich junge Schülerinnen und Schüler, Zielgruppe, sagen wir mal, 9. bis 12. Klasse, 8. geht auch, 13. natürlich auch, wenn es angeboten wird, ohne Schuldruck Spaß an der alte Physik zu haben. Nicht? Wir nehmen jetzt ein Beispiel. Wir hatten Dienstag eine Klasse da, 20 Leute haben mit Flüssigstickstoff Spaß gemacht und die sollten auch dann aus einer Batterie ein bisschen Draht und also Magneten einen kleinen Motor bauen. Und dann, ich habe Physik abgewählt, ich kann das sehen. Plötzlich hat das Ding funktioniert und gesagt, warum habe ich das Fach denn überhaupt abgewählt? Das fehlt mir sozusagen, dass die Lehrerinnen vielleicht den Spaß ein bisschen vermissen lassen. Aber das kann man eben an der Universität, an dem Schülerlabor machen.